So now we will hear from Michael. Wir werden jetzt von Michael Deljagin hören zum Thema die globale Krise, warum die Menschheit Russland braucht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir eine große Ehre, hier eine Rede zu halten vor Ihnen, und ich habe die vorigen Vorträge, die sehr wichtigen Vorträge mit großem Interesse verfolgt. Ich will einige der größten Probleme, mit der sich die Menschheit befasst, behandeln. Wir müssen zunächst einmal verstehen, dass die derzeitigen Wirtschaftsprobleme nur ein besonderer Ausdruck einer Systemkrise der Menschheit sind, eine Krise, deren Charakter sich ändert. Die wichtigsten Entwicklungen spielen sich wie gewöhnlich außerhalb des Bereichs der Wirtschaft ab. Sie betreffen einen grundlegenden Wandel in der Beziehung des Menschen zur Natur. Wir arbeiten derzeit entsprechend dem Risikoerhaltungssatz. In einem geschlossenen System bedeutet die Minimierung individueller Risiken die Erhöhung des Systemrisikos, bis das System auseinanderbricht. Das haben wir im US-Aktienmarkt gesehen, wo das Derivatensystem die Risiken für Anleger in hochbewertete Unternehmensanleihen unter die Risiken gesenkt hat, die die Emittenten solcher Anleihen tragen. Individuelle Risiken wurden minimiert, während das potenzielle Gesamtrisiko auf ein systemisches Niveau getrieben wurde und das System kollabierte. Und die Schwierigkeiten und die Leiden, die man im Bildungsbereich und im Gesundheitsbereich auf Menschen überträgt, ist enorm. Seit Beginn der Globalisierung hat sich die technologische Entwicklung so weit entwickelt, dass die Bewusstseinsbildung zum profitabelsten Betätigungsfeld geworden ist, das Menschen leicht zugänglich ist. Wenn etwas sehr profitabel und leicht zugänglich ist, verbreitet es sich auch sehr rasch. Das bedeutet, dass sich die Menschen heute nicht mehr hauptsächlich damit beschäftigen, die sie umgebende Welt zu verändern, sondern das eigene Denken umzugestalten. Die Handlungsweise der Menschheit selbst ändert sich. In unserer gesamten Geschichte als biologische Spezies hat es noch nie eine solche Transformation gegeben. Das menschliche Denken wird zu einem Gegenstand intensivster und chaotischster Einflüsse verwandelt. Das Auftreten einer Vielzahl von Rückkopplungsgliedern lässt die Welt schwerer verständlich erscheinen. Diese geringere Verständlichkeit der Welt erhöht das Verlangen nach Mystizismus und verringert die Wissbegier und damit auch das Verlangen nach Bildung. Die Bildung verkommt zu einem Werkzeug sozialer Kontrolle. Die Menschheit wird primitiver und entmenschlichter und gleitet in ein neues finsteres Zeitalter ab. Streng wirtschaftlich betrachtet könnte man dies als Anpassung sozialer Beziehungen auf allen Ebenen, von der Familie bis zum Staat, ansehen, die sich im Zuge der jetzt verschwindenden industriellen Technologien entwickelt haben, hin zu neuen nachindustriellen Technologien. Das fing mit den Informationstechnologien an und die Biotechnologien werden wahrscheinlich die nächsten sein. Die Menschen unterschätzen das Ausmaß der globalen Finanzkrise, da sie deren Hauptursache übersehen, nämlich die Erschöpfung des bisherigen globalen Entwicklungsmodells nach dem Untergang der Sowjetunion. Nach seinem Sieg über uns im Kalten Krieg gestaltete der Westen die Welt im Interesse seiner globalen Konzerne um und verweigerte den so erlangten Gebieten eine normale Entwicklung, um den Wettbewerb zu unterbinden. Doch damit beschränkten sich die Märkte und es entstand eine Überproduktionskrise, nicht primär für herkömmliche Güter, sondern für Informations- und Managementtechnologien, mit denen man Menschen verändern und verfügbar machen will. Nicht High-Tech, sondern High-Hume. Die massive Kreditvergabe an die Dritte Welt, um die Nachfrage anzuregen, ein instinktiver Versuch, einen Ausweg aus der Krise zu finden, führte in die Schuldenkrise 97, 99 und dies schlug auf die USA 2000, 2001 zurück. Die USA zogen sich und die Weltwirtschaft, deren Dreh- und Angelpunkt sie sind, mit zwei Strategien aus der Rezession. Die Märkte mit nicht zurückbezahlbaren Hypothekenanleihen voll zu pumpen, funktioniert nicht mehr. Die zweite Strategie besteht darin, Instabilität zu exportieren, um Wettbewerber zu schwächen
und ihr Finanz- und Geisteskapital zu zwingen, die sicheren Häfen im Westen aufzusuchen. Die wachsende Instabilität dient dazu, wachsende Rüstungsausgaben in den USA selbst zu begründen, wodurch Wirtschaft und Technologie angekurbelt werden, sowie der militärische Keynesianismus auch vom früheren US-Präsident Reagan angewandt wurde. Diese 1999 in Jugoslawien gegen die Eurozone durchgeführte Strategie setzte sich dann im Irak fort. Der arabische Frühling und der terroristische Krieg gegen Syrien zeigen, dass die Strategie des Instabilitätsexports zu einem Chaosexport degeneriert ist, welcher auch für die Vereinigten Staaten gefährlich ist. Washington versucht gar nicht, die von ihm destabilisierten Gebiete zu verwalten. Nach der Obama-Doktrin müssen die USA so weit wie möglich durch andere operieren, wodurch die eigenen Ressourcen geschont und die der NATO-Satelliten aufgebraucht werden. Die nicht-westlichen Gesellschaften sollen nicht amerikanisiert, sondern in ein sich selbst erhaltenes Chaos gestürzt werden, um so deren Ressourcen mit minimalem militärischen Aufwand zu kontrollieren. Das ist der Grund für die Allianz mit islamischen Terroristen, die der frühere US-Vizepräsident Cheney propagierte und die jetzt in Libyen und Syrien zutage getreten ist. Der Westen versucht heute nicht mehr, seine Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Gleichzeitig hat sich unter dem Vorwand von Globalisierung und humanitären Interventionen fast überall, sogar in Osteuropa, eine neue Form des Kolonialismus entwickelt. Das bedeutet, dass der Westen die strategische Initiative verloren hat und bisher hat niemand anderes sie ergriffen. Die organische Unfähigkeit der Vereinigten Staaten, auch nur einen kleinen Teil ihrer derzeitigen Interessen um der Lösung ihrer eigenen Probleme willen aufzugeben, das heißt ihr absolut verheerender Egoismus, treibt neue Mächte an die Spitze der globalen Entwicklungen. Die Europäische Union, China und auch Russland, wenn unsere Führung schlau genug ist, wodurch die Pax Americana an ihr Ende gekommen ist. Soweit man sehen kann, übersteigt die Zusammenlegung der Menschheit erneut, wie schon einmal Anfang des 20. Jahrhunderts, die Fähigkeiten ihrer Regierungssysteme. Die Menschheit ist gezwungen, die Tiefe dieser Verflechtung zu reduzieren, einen Schritt zurückzumachen und die Regierbarkeit teilweise durch primitivere Prozesse wiederherzustellen. Der rein wirtschaftliche Aspekt der derzeitigen Krise wird am Verfallszustand der globalen Monopole sichtbar. Für externen Wettbewerb ist auf den globalen Märkten kein Spielraum. Der technologische Fortschritt, der eine Quelle für Wettbewerb sein könnte, wird behindert durch die Monopole, vor allem durch den Missbrauch der geistigen Eigentumsrechte und durch das Fehlen starker nicht-ökonomische Bedrohungen. Der Zerfall der globalen Monopole wird deshalb anhalten, bis er zum Zusammenbruch in eine Depression führt. Aufgrund mangelnder Nachfrage wird der eine globale Markt in ein kompliziertes System von Makroregionen zerfallen. Die geringere Größe der Märkte wird zum Verlust einiger Technologien und zu technogenen Katastrophen führen. Die Makroregionen werden sich einen harten und chaotischen kulturellen, politischen, wirtschaftlichen und technologischen Wettbewerb liefern, so wie schon einmal in der Zeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Die bloße Bildung dieser Makroregion wird wahrscheinlich die absolute Macht und damit den Zerfall der globalen Monopole begrenzen. Trotz ihrer Macht ist dann ihr Zugang zu den Makroregionen anderer begrenzt. Genau deshalb ist dieses Szenario für die globale herrschende Klasse und die amerikanische Führung, die dem Ausdruck der Interessen dieser Klasse am nächsten kommt, inakzeptabel. Sie wollen potenzielle Makroregionen lieber ins Chaos stürzen, anstatt ihnen zu erlauben, sich von den globalen Märkten loszulösen, die von den globalen Monopolen kontrolliert werden. Dennoch kann man annehmen, dass sich durch die Wiederherstellung eines bipolaren politischen Systems zwischen den USA und China, wobei die Europäische Union, Japan, Indien und möglicherweise Russland entsprechend der nicht paktgebundenen Bewegung als Ausgleich dienen, und ein aus mehreren Währungen bestehendes Wirtschaftssystem, wobei jede Währungszone ihre eigene Reservewährung hätte, eine Zeit lang ein Gleichgewicht erreichen lässt. Das Grundproblem der heutigen Entwicklung ist jedoch weder der Egoismus der Vereinigten Staaten noch der Mangel an Liquidität oder die Schuldenkrise, sondern das Fehlen einer wirtschaftlichen Wachstumsquelle in den Vereinigten Staaten und damit in der gesamten Weltwirtschaft. Es gibt nichts, was die Überproduktionskrise der globalen Monopole abschwächen und einen neuen Wirtschaftsmotor schaffen könnte, um den Defekten zu ersetzen.
Das bedeutet, dass die Krise nicht in einen Aufschwung der Weltwirtschaft, sondern in einer langen und sehr schweren Depression enden wird. Die Lage verschlimmert sich durch die Verbreitung und ständige Verbesserung von Computern, die die Verkörperung formaler Logik sind. Der Zugang zu ihnen stellt uns alle auf die gleiche Stufe. Und der Wettbewerb zwischen Individuen und Gruppen basiert zunehmend nicht mehr auf Logik, sondern auf kreativem wie mystischem, unlogischem Denken. Die Unmöglichkeit, Menschen diese Art zu denken beizubringen, so leicht wie man ihnen logische Denkfähigkeit beibringen kann, macht Konkurrenz zunehmend biologisch und weniger sozial, als wir es gewöhnlich als akzeptabel betrachten. Das wird den Abwärtstrend in der gesellschaftlichen Bedeutung von Wissen und der Qualität unserer Fachleute verstärken. Ein Prozess, der wegen unserer Unfähigkeit, die bestehende Infrastruktur aufrechtzuerhalten, technologische Katastrophen heraufzubeschwören droht. Die Zunahme des Mystizismus, eine schärfere globale Konkurrenz und die Entstehung einer globalen Herrscherklasse, die weder Wähler noch Steuerzahler noch einflussreiche Aktionäre hat und im Grunde frei von jeder Verantwortlichkeit ist. All dies wird die Gesellschaft dehumanisieren. Die Verbreitung der Informationstechnologie führt uns in eine Krise der Regierbarkeit, vor allem in eine Krise der herkömmlichen Demokratie, die vor unseren Augen zu funktionieren aufhört. Die Erschöpfung des liberalen und marktorientierten Paradigmas ist seit der Währungskrise 97-99 in den unterentwickelten Ländern unübersehbar. Es sei daran erinnert, dass das derzeitige Marktparadigma von einem Menschen ausgeht, der des Profits wegen lebt und nach dem liberalen Paradigma der Staat im Dienst der globalen Konzerne und nicht des Volkes steht. Ein Zeichen für die Erschöpfung des liberalen Paradigmas ist die Beseitigung der Mittelschicht. Wenn auf der einen Seite die Verschuldung zu groß ist und der Geldumlauf nicht weiter gesteigert werden kann, fangen die globalen Monopole an, Kosten einzusparen. Das bedeutet, dass der Verbrauch des Bevölkerungsteils eingeschränkt wird, der vom Markt bereits mehr konsumiert, als er produziert, obgleich er Humankapital beisteuern kann, das kein Marktprodukt ist. Das heißt, der Verbrauch der Mittelschicht. Zweitens, die superproduktiven nachindustriellen Technologien machen die Mittelschicht überflüssig. Die globalen Monopole haben die Mittelschicht in Afrika, Lateinamerika und den nachsozialistischen Ländern zerstört. Jetzt ist die Mittelschicht im Herzen des kapitalistischen Systems an der Reihe, in den Vereinigten Staaten und in den entwickelten Ländern Europas. Nach ihrem Untergang wird die Demokratie aufgrund einer Neuausrichtung des Denkens zu einer neuen Diktatur degenerieren. Damit wäre der Prozess der Entmenschlichung und der Zurückweisung der Zivilisation abgeschlossen. Wir werden erleben, dass der Westen die Souveränität und das Selbstbewusstsein des Individuums abschafft und zum Mittelalter zurückkehrt. Vielleicht aufgrund eines Desasters, das die öffentliche und die individuelle Psyche vernichtet. Der erste Schritt in diese Richtung ist bereits gemacht. Descartes' Maxime, ich denke, also bin ich, wurde durch eine gewinnträchtigere Geschäftsformulierung ersetzt. Noch nicht einmal, ich konsumiere, sondern ich kaufe, also bin ich. Wir sehen viele Menschen, die kaufen, die aber nicht konsumieren. Sie kaufen einfach, um ihre eigene Existenz zu beweisen. Das ist eine Veränderung in der Massenpsychologie. Aus der Werbung wissen wir, dass, wenn ein Produkt mit einem bestimmten Markenetikett versehen wird, sich dessen Preis um ein Vielfaches erhöht. Das bedeutet, dass der Massenaustausch von Gütern und Dienstleistungen bereits ungerecht geworden ist. Und ein ungerechter oder nicht äquivalenter Austausch ist nichts anderes als Diebstahl. Wenn Diebstahl zur Norm wird, heißt das, dass es den traditionellen Markt nicht mehr gibt. Das ist ganz natürlich. Die Verarmung der Mittelschicht beraubt eine moderne Ökonomie der Nachfrage. Und eine Ökonomie ohne Nachfrage ist eine Nicht-Marktwirtschaft. Weiterhin, wenn gleichzeitig die Besitzer großer Konzerne die Kontrolle über deren leitende Angestellten verlieren, bedeutet dies genau genommen die Abschaffung des Privateigentums und damit des Kapitalismus im klassischen Sinn. Somit sind die traditionelle Demokratie und der Markt eigentlich am Ende. Wir haben es nur noch nicht bemerkt. Die Krise der Demokratie und die Herausbildung einer globalen Herrscherklasse, die von außen Kontrolle über den Rest der Menschheit ausübt, neigen dazu, Regierungssysteme wiederzubeleben, die eigentlich verborgen sind, wie die mittelalterlichen Orden.
Diese Systeme häufen Wissen an, doch verborgenes Wissen wird von Natur aus zwangsläufig absterben oder zu Ritualen degenerieren. Das computerisierte Mittelalter, das auf uns zukommt und das ein Teil der globalen Herrscherklasse so reizvoll findet, wird nicht lange computerisiert bleiben. Uns erwartet somit ein schmerzhafter und großer Rückschritt, der viele Menschenleben kosten wird. Eine Art Absturz in ein neues, finsteres Zeitalter. Wir wissen nicht, ob es der Menschheit im Weiteren gelingt, eine katastrophale Fortsetzung zu verhindern. Doch wir müssen alle Anstrengungen unternehmen. Es ist eine doppelte Anstrengung, die heutigen Technologien zu erhalten und den technologischen Fortschritt trotz der Kontraktion der Märkte und damit einer geringeren Arbeitsteilung fortzusetzen und den Humanismus zu erhalten, indem wir der allgemeinen Entmenschlichung ein Ende setzen. Russland verfügt über bedeutende Voraussetzungen, um dieses Problem zu lösen. Zum einen hat der sowjetisch-militärisch-industrielle Komplex die noch weitgehend erhaltene Grundlage für superproduktive sogenannte Schlusstechnologien geschaffen, die sich von herkömmlichen Technologien durch ihre Preiswürdigkeit und Einfachheit unterscheiden. Auch wenn diese von den Monopolen blockiert werden, können sie nach deren Zusammenbruch in der globalen Depression selbst in kleinen Märkten ihre hohe Profitabilität beibehalten. Zweitens, unsere Kultur ist wegen der besonderen Bedeutung, die sie dem Streben nach Gerechtigkeit zumisst, grundsätzlich humanistisch. Das Streben nach Gerechtigkeit hat nachhaltige Vorteile, da die Wirksamkeit der Gesellschaft als Ganzer der Wirksamkeit eines einzelnen Betriebs vorzuziehen ist. Das ist eine entscheidende Vorbedingung für das kollektive Überleben, wie auch für die Erhaltung des Humanismus. Die russische Kultur ist maßgeblich messianisch. Die Träger dieser Kultur leben nicht ohne einen größeren Zweck, selbst wenn sie mit großem Komfort und sehr angenehm leben. Dies ist aber auch ein gemeinsames Merkmal der menschlichen Gattung. Und dass man dies verkannte, führte zur heutigen Krise. Außerdem sind die Menschen unabhängig in der Lage, ob sie nun angenehm leben oder am Rande des Ruins sind, in der Lage, einen solchen größeren Zweck zu erzeugen. Das ermöglicht es Russland, einen ernsthaften Versuch zu unternehmen, mittels einer Art technologischem Sozialismus einen Ausweg aus der Sackgasse zu finden, in der sich die moderne Gesellschaft befindet.